Es ist Zeit. Map 8! Präsident Rufus ist eingetroffen. Jetzt ist ernst. Truppenteil, Juno und Abschiedsformation. Ich erwarte Haltung. Zeigt Begeisterung. 2, 3. Links. Kreis. 3, X. X. Okay. Also ich schreie jetzt nicht mehr das, was der sagt. Wir sind viel zu schnell. Oh. Nein, falscher Knopf. Was bekommt man nochmal dafür? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. So. War das gut? Ich glaube nicht. Gut gemacht. Weiter so. Für Shinrank. Haha, nehmt eine Prämie für euch. Ein Zeichen der Güte des Präsidenten, vergisst es nicht. Force Eater, was? Wenn erst bekannt wird, dass Sephiroth hier ist, werden Seneta und seine Freunde auch bald aufkreuzen. Wir zermalmen sie, wenn wir sie finden. Ja, so in etwa. Sie dürfen uns nicht in die Quere kommen. Überlassen Sie das mir, Sir. Habe ich dir nicht gesagt, mit dieser blöden Lache aufzuhören? Ha! Nee, keine Schläge, bitte nicht nochmal! Okay, weggetreten. Wegtreten. Das war knapp. Heidegger ist in letzter Zeit ziemlich gereizt. Hojo soll ein Rücktrittsschreiben geschrieben und verschwunden sein. Heidegger wurde beauftragt, eine Suchaktion einzuleiten. Hört ihr schlecht? Ich sagte wegtreten! Wir müssen hier noch aufräumen, baldig! Hihi, räumt ruhig auf, ich geh da rein. Via Seeweg geht's zum anderen Kontinent. Eingehüllt in Shinra-Uniform. Okay, dann wollen wir mal uns auf die Reise begeben. Ich gucke in der Zeit, wo wir so schön über den See schippern. Na, was eigentlich nochmal mit Barrett Guide ist. Ich glaube, ich darf nämlich ein paar Leuten nicht irgendwie, wo war ich denn stehen geblieben?
Okay, ich hoffe, ich mache hier keinen Fehler. Deshalb hasse ich Schiffe. Ey, Süd, hast du was für den Mann? Solange kein Notfall passiert, lass mich in Ruhe. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, verstecken sie sich nicht irgendwo hier? Wie soll ich das wissen, ey? Ja, recht. Ich bin's, Helena. Hey, Zuneta, hast du schon das Luftschiff von Junon gesehen? Ich wusste, dass es groß ist, aber ich dachte nicht so, dass es so groß sein würde. Das ist echt ein Ding. Ob ich mal mitfliegen kann? Ich weiß nicht. Das ist eine Shinra-Waffe. Wir hätten sie besser zerstören sollen. Ich würde so gerne mal mitfliegen. Und du? Ich arbeite schon verdammt hart. Du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Der wird uns eh nur rumkommandieren. Ja, vielleicht. Ich darf die Substanz da unten nicht vergessen. Und mit den Leuten reden. Warum nicht? Ich weiß nur nicht, ob es Minuspunkte gibt, wenn ich das Halt schlag. Jawohl, Sir! Alles ruhig, Sir! Ah, weißt du, ich hasse diese Uniform. Uniform, Soldaten, Krieg, ich hasse das alles. Sie nehmen dir alles, Menschen, die du liebst. Ich wünschte, sie würden alle verschwinden, nicht wahr, Zuneta? Ich glaube, da muss ich auch sagen. Ich weiß nicht. Zuneta, diese Uniform hat dich verändert. Erinnert es dich an die Zeit, als du Soldier warst? Ich hoffe nicht. Es war eine tolle Zeit. Nee, Spaß. Oh Mann, wir haben es fast bis Costa del Sol geschafft. Wenn ich dort ankomme, nehme ich mir meinen vom verdienten Urlaub. Vielleicht gehe ich runter an den Strand und lege mir etwas Farbe zu. Das könntest du in der Tat machen. Erstmal spreche ich mit meinem Kollegen hier. Ich bin's, Red. Ich schwanke zwar hin und her, bemerken wird's aber niemand. Menschen schauen eben nur auf das Äußere. Allein durch diese Uniform gebe ich doch schon einen prächtigen Menschen ab. Das sieht eher mehr unbeholfen aus, oh du arme Sack. Hey, was ist los, Mann? Du hast echt kein Pep. Ein Seemann muss Pep haben. Ich bin müde. Dagegen habe ich ein Mittel. Alpha Plus, ein Supertrank für Seemänner. Ein Becher und du bist wieder Mutter. Zahle. Nein, tue ich nicht. Hey, Seemänner sollten nicht so geizig sein. Bin ich aber, denn ich habe kein Geld. Ich bin arm wie eine Kirschenmaus. Hey, du da, was bewachst du? Hey, mach dich an die Arbeit! So wie sowohl der neue Präsident Rufus als auch Heidegger sind an Bord des Schiffes. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. War das die Info, die ich bräuchte? Nee, ich glaube, die Info war eine ganz andere. Bla 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 bla. Genau, nämlich ich muss nochmal mit Helena schwätzen. Oder? War doch so, oder? Hey, Zuneta, hast du ihn zugesehen? Ich hoffe, er stellt keinen Blödsinn an. Das müsste eigentlich Jackie sagen, weil Jackie kennt Exo eher. Aber das war das Stichwort. Oh, Matrosenoutfit, das sieht so cool aus. Schau, Zuneta, sind Rufus und Heidegger. Sind so nah und doch können wir nichts machen. Mmh. Mmh,
Wie kann er so lachen? Ihretwegen sind Biggs, Wedge, Jesse, Richard. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Ich mach sie kalt auf der Stelle. Notfallalarm. Es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal. Das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Ich wiederhole. Es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal. Das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Verdammt. Haben Sie uns entdeckt? Nein. Uns beiden meinen Sie wohl nicht. Dann vielleicht Jackie und die anderen. Boah, es ist so schwierig, den zu sprechen. Beweg deinen Hintern. Los, komm, Zylinder. Ja. Okay. Alles klar? Alles in Ordnung. Sind alle da, oder? Hey, Moment. Soll das heißen, dass diese verdächtige Person... Sephiroth... Wirklich? Woher soll ich das wissen? Lass es uns herausfinden. Das ist doch das Naheliegende. Also, wer geht? Ich nicht. Ich kann Sephiroth sowieso nicht ausstehen. Und außerdem... In meinem Team kommen natürlich Exo und Red. Sephiroth. Na dann los. So, dann können wir mal hier speichern und dann würde ich sagen, auch beende ich den Part. Ich werde hier wahrscheinlich auf dem Schiff dann leveln und wir werden dann im nächsten Part auf jeden Fall. Ich kann ja immer wieder die Charaktere wechseln auch. So. So, ich denke mal, ich kann auch die, ja genau, ich kann die Charaktere wechseln. Das heißt, ich werde Limit, alle restlichen 4 Limits von den Charakteren bekommen. Und ich mache natürlich jede Limit einmal mindestens, damit ihr es einmal wenigstens gesehen habt. So. Speichern war und dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Sveneta.